Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Video. Die Version 7.0.0 ist gerade frisch erschienen. Was ist neu? Neue Funktionen? Es gibt nun die Geister hier einen Haufen aus Fire Emblem Three Houses. Weitere Geister. Allgemeines, es gibt neue Kostüme, unter anderem Tassilo aus Cuphead und Byleth. Ja. Schade, ich habe gehofft, hier stehen noch die Balance-Patches. Das Einzige, was ich gerade auswendig weiß, ist, dass Palutena und Joker endlich mal schwächer wurden, dass die Schilde jedes Charakters vergrößert wurden. Bei manchen sind dann manche Bereiche des Körpers kurz und verwundbar nach dem Schilddrücken. Und Dr. Mario wurde ganz gut stärker. Aber ich muss euch auch was gestehen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. Ich denke, man sieht, was ich sagen will. Ja, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Es tut mir leid, ich habe gesündigt. Ich habe Byleth tatsächlich hier gekauft. Den feiere ich, den Skin, den nehme ich. Und jetzt trainieren wir ihn, siege beides heute. Falls ihr mich fragen wollt, warum. Ich hatte gerade das Guthaben noch da. Okay, das ist kein Argument, das wusste ich nämlich nicht. Stattdessen war ich abgefuckt, weil ich dachte, ich hätte es nicht mehr. War bei einem Supermarkt, hab mir eine eShop-Card geholt, aber sie anscheinend auf dem Weg verloren. Dann bin ich nochmal zurückgegangen, hin und zurück, hab sie nicht wiedergefunden. Wir wechseln schon. Ich dachte, das geht alle 2,5 Minuten. Ne? Ja, aber letztendlich hatte ich eben das Guthaben noch. Wir spielen heute Byleth aus Fire Emblem Three Houses. Und wie wär's, wenn ich den Computer mal anschalte? Also, Byleth ist ein Charakter. Wir haben auf die Direct bereits reagiert. Ein Charakter, der auf den ersten Blick viel zu broken für dieses Game wirkt. Diese Attacke hat übelste Range. Das habe ich nicht ge. Warte. Ah, das ist es. Über diese Attacke reden wir jetzt nicht. Ich musste diesen DK nicht mal wirklich treffen, damit es funktioniert. Wir schalten gleich, nachdem wir alle Teile dieser Stage einmal hatten, auch um. Die Up-B-Spike. Ich muss aber der Ehrlichkeit halber auch sagen, das Moveset feiere ich schon ab. Aber wir haben hier sowas: Projektile, die 34 Damage machen. Einen krasseren Falcon-Punch, der zwar länger dauert, aber man kann ihn genauso umdrehen. Man hat die hundertprozentige Super Armor, soweit ich weiß. Ja, mir fällt es gerade schwer, viel dazu zu sagen. Ich kann jetzt auch nicht. Ah ja, Spike haben wir auch. Eine gute Recovery. Ich kann jetzt nicht behaupten, mich auszukennen. Ihr wisst, Fire Emblem-Charaktere in Smash sind nicht so mein Interessenbereich. Ich höre mir mal die Musiken an. Ich wüsste halt gerne, welche neu sind.
Das klingt gut. Das gefällt mir. Nehmen wir. Also der Soundtrack ist wirklich das, was ich mag an Fire Emblem. Lost in Thoughts All Alone, vielleicht tatsächlich einer meiner Lieblingstracks in allen Videospielen. Kommt zwar noch nicht an Mystery Dungeon ran, aber zumindest etwas. Ich wechsle auch nochmal das Geschlecht, damit es noch eindeutiger wird, welcher ich bin. Ja, ich bin jetzt wirklich mal sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, hier auf Battlefield zu gehen, vor allem weil ich eigentlich sonst Omega spiele. Was ihr schon seht, ist diese 2-Hit-Kombo, die funktioniert. Das hat eine hohe Range. Über den Angriff reden wir jetzt mal nicht. Wie gesagt, das ist ziemlich genau Jokers Recovery. Okay, der Spike braucht aber ziemlich lang zum Ausführen. Ah, der... Wow, warte. Digga, die Range! Zwo-und-zwanzig! Dieser Charakter ist schon ein Gag, oder? Taunts. Okay, der Downtaunt ist meiner Meinung nach der beste. Was haben wir für einen Backthrow? Der scheint zumindest nicht zu killen. Die Throws sind angeblich auch eine der Schwächen dieses Charakters. Wow, der hat auch Schwächen. Aber der Juggle gehört auf jeden Fall nicht dazu. YOLO! Jetzt mal mehr ernst, dieser Attacke ist so... Und man stirbt nicht mal, wenn man die Offstage benutzt, safe! Okay, das führt wirklich ein gutes Stück zu langsam aus. Hier, die Range will ich auch mal nicht kommentieren. Welche Attacke hatten wir noch nicht ausprobiert? Wir hatten Up-B, F-Smash, Down-Smash. Wir haben die Palutena Neutral Air. Okay, aber der Schuss braucht noch länger zum Aufladen, als ich dachte. Warte, man muss nicht mal die Ledge damit grabben. Genauso wie man mit dem Angriff nicht richtig treffen muss. Was ist dieser Charakter? Das ist so ein Möchtegern Heavy and Broken. Und ich will gar nicht euch zeigen. Hä? Okay. Okay, mache ich irgendwie gerade einen Input-Fehler? Ich glaube, ich darf dabei nichts drücken. Ja! Ja! Und dann noch von da recovern! Ich will ja nicht sagen, dass dieser Charakter broken ist. Aber alles andere wäre eine Lüge! Dieser Charakter wird entweder enden wie Joker und erstmal für eine halbe Ewigkeit das Spiel komplett dominieren oder nächstes Mal genervt. Wow! Es ist möglich. Es ist geschehen. Ich war zu low zum Recovern.
Das reicht aber natürlich locker. Aber die Abbiege fällt mir. Als ob das nicht kombot. Wir werden auch noch auf Omega wechseln später bei den Stages. Mann, ich habe überlegt, ob ich... als wenn, hä? Immer wenn ich das bisher gesehen habe, war die Super Ammo wirklich nicht durchdringlich. Außer durch das. Digga, dieser CPU weiß, wie man das outplayt. Wirklich. Das war fast nicht aufgeladen. Und hat trotzdem 14% und einen Kill gebracht. Jo! Warte. Das ist ein Gag. Das ist ein Gag. Wenn man neben dem Gegner steht, während man Abbie drückt, dann zieht man ihn auch vorher noch schon an sich ran. Hier, so. Seht ihr das? Ah, ich wollte nicht so lange aufladen. Dieser Charakter ist ja mal broken as hell. Snipe! Ich glaube, 14 Damage ist das Niedrigste, was geht mit dem Angriff. Ja, bei Left Tag 1, die Kombos sehen schon mal gut ab. Wie? Wie recoverst du? Aber die Abbie kann halt... Okay, ich wollte gerade sagen, die Abbie ist halt richtig YOLO zum Edgeguarden. Man kann damit halt auch, vor allem wenn man low ist, auf so early percentage killen. Nope. Ich würde sagen, nein, ich sterbe nicht. Und natürlich recover ich. Okay, das hat nicht geklappt. Nein, der Roll Read. Das killt neu. Merkt man, dass dieser Charakter mich gerade ein bisschen fertig macht? Darf ich anmerken, dass der F-Smash genauso stark ist wie die schwächste Stufe der Pfeile? Boah, und ich weiß doch jetzt schon, was ich mir morgen in der... Ah ja, übrigens, sowohl der voll aufgeladene Pfeil als auch die Down-B, die ich hier die ganze Zeit benutze, das hier, sind ein One-Shot auf Schilde. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwas Schilde one-shottet. Hey, das wollte ich gerade machen. Das wollte ich gerade machen. Ah, man kann den auch noch ein bisschen so... Wenn ich so gemacht hätte, hätte ich gehittet. So ein bisschen nach oben geht auch. Und jetzt kommt der High... IQ. Hi IQ. So, wir stellen auf Omega. Aua. Auch morgen in der Schule, ne? 27er Combo. Hab ich wann gemacht, genau? Du willst mich schon flachsen, oder? Ich glaube, das muss ich kurz gucken. Wer war vorher mein Höchster? Du warst hoch. ...21. Ich glaube, das ist halt meine höchste Combo. Nach 10 Minuten Beilef. Also meine höchste Combo aller Charaktere. Ridley noch hoch. Tatsache. Das ist die höchste aller Kombos, die ich bisher gemacht habe. Nein? Ne, es gibt einen in meiner Schule, der ist so richtiger Fire Emblem Fan. Der hat schon vor der Direct zu dem,
zu Violet gemeint, dass es ja sehr toll wäre, wenn noch ein Fire Emblem-Charakter aus Three Houses kommt. Und hat mich dann auch die ganze Zeit damit aufgezogen. Ich weiß jetzt schon, was ich mir anhören darf, wenn ich jetzt auch noch ein Video hochlade, wo ich Violet spiele. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei dem einen bleiben wird, wenn ich hier das so sehe. Dieser Charakter ist halt... Junge! Ich war doch 8 Kilometer! Ich war längst da hinten raus! Der Angriff hat, glaube ich, nicht so viel... Ich wollte gerade sagen, nicht so viel Killpower. 20 Damage müssten aber auch reichen. Ja, man sieht ja auch vorhin, weil ich ja schon meinte, das ist dann halt der High-Risk Edge-Start, die Abi. Nein. Man überlebt ja sowieso immer. Aber okay. Dass es kein Kill-Throw gibt, finde ich gut. Oh, ich war der andere. Ich frage mich, wie viel Knockback auf diesen Prozenten. Digga, die Range! Digga, hör auf mich zu outplayen. Du bist ein Computer. Du existierst, um outplayed zu werden. Oh! Der ist despawned! Nein, ich bin kein CPU. Ich existiere nicht, um outplayed zu werden. Ja, der Jet macht 13 Hits. Auch 17 Damage, wenn man das schafft. Ich habe das Gefühl, diese Attacke hat so wie bei Marv die Attacken einen Tipper. Die hier, wenn man mit der Spitze trifft, ist die, glaube ich, deutlich... Ja, man sieht's. Die ist deutlich stärker, wenn man mit der Spitze trifft. Ich verstehe nur nicht ganz, ab wann die ab jetzt spiked, weil irgendwie manchmal macht sie es einfach nicht. Oh Gott! Was mich jetzt gerade interessiert, offensichtlich nicht. Falscher Throw. Ey, komm mal. Ich sagte, habe ich schon angemerkt, dass Grabs nicht Bylefs Stärke sind. Dann halt nicht. Oh! Aber was ich mich gerade frage... Nein, das tötet nicht. Ich habe gedacht, das gibt vielleicht genug Knockback nach hinten, um, wenn man hier so an der Ledge den Gegner grabt, ihn runterzuhauen. Servus. Ah, falsche Richtung. Sehr schön. Digga, die Recovery! Ich war 8 Kilometer in der Blastzone drinnen! Okay, das war zwar eine nice Combo, aber ich konnte nicht recovern. Und da bin ich froh drüber. Ich sag's euch jetzt schon, dieser Charakter wird Smash Bros. Erst einmal zerstören, bis er verändert wird. Er ist nicht schnell, aber das war's dann auch mit seinen Schwächen. Super Armor! Okay, ich glaube aber, der Move wurde tatsächlich im Vergleich zum Trailer noch ein bisschen genervt. Der Damage ist zwar gleich, aber ich weiß noch, im Trailer, in der Direct, ist durch den Move hier ein Bowser auf 60% von der Mitte der Stage gestorben. Und hier, Bylef war gerade schon irgendwie auf 70 in der Mitte der Stage. Ist ja logischerweise nicht so heavy wie Bowser.
Wow, ich werde dafür bestraft, aber dafür nicht. Jetzt mal im Ernst. Da haben sie gerade die Palutena Neutral Air genervt, nur um Byleth die neue Palutena Neutral Air zu geben. Ein Glück, dass die Attacke ja auch noch neben ihrer Haupthitbox trifft. Jetzt mal im Ernst. Sakurai, was hast du dir gedacht? Digga, die Range! Oh, du stehst 8 Kilometer weg von mir. Wird wohl Zeit. So, ihr habt's gesehen. Das war die genaue Range. Mich wundert's, dass der Computer die ganze Zeit down tiltet. Er ist nur Level 3, deswegen macht er keine Kombos, aber ich dachte, dann würde er auch nicht down tilten. Ah, das ist anscheinend so der kleine Nachteil, die richtet sich relativ okay, das muss kein Nachteil sein. Die richtet sich relativ automatisch aus. Die, oh mein Gott. Hier diese Recovery! Die richtet sich relativ automatisch aber aus. Und deswegen kann das Edge-Garden damit manchmal nicht ermöglicht werden. So, Jab! Dann eben diese Up-Air, die eindeutig Juggle-Potenzial hat. Dieser Charakter ist faktisch gesehen rigged. Oh, aber die Attacke hat wirklich nicht viel Killpower. Das hingegen... So, ich hole mir mal wieder meine 17% für einen Knopfdruck ab. Aber war ja nur eine der schwächeren Attacken. Seht ihr? Byleth Gameplay auf höchstem Niveau! Bliert! Oh, schade nur, dass der Backthrow nicht killt. Und schade, dass die Recovery sowieso von überall gefühlt funkt. Dann hat der Charakter auch noch Combo-Potenzial, ne? Hier zum Thema Shield Break nochmal. Ich hab zwar verfehlt, aber kack drauf. Ah, gerade noch festgehalten, die Olle. Jetzt mal im Ernst. Ey, aber auch wenn man so von der Seite drauf guckt, der Charakter hat, ist ein bisschen wie Joker in langsam, aber mit mehr Damage Output. Und das gerade, wo sie Joker nerven, weil er zu stark war. Ach so, natürlich. Projektile sollten doch nicht mehr als 50% brauchen, um zu killen. Schade. Es hat tatsächlich geklappt, dass ich nicht recovern kann. Dabei spiele ich Byleth. Wow, gedodged. Also der punisht zumindest. Von dem, was ich online bisher gesehen habe, da punisht dieser Downbe keiner richtig. Die da! Ah, ich wusste, ich hätte mich umdrehen müssen. Also komm, das hätte aber schon die Erdbeben-Hitbox sein müssen.
Ein Glück auch, dass man die Spike-Hitbox ja nicht braucht bei diesem Charakter. Nope. Ich... Alter, guckt euch auch die Range von dem Down-Tilt an. Kombo leicht gemacht, würde ich da mal sagen. Okay, das war jetzt zum Beispiel eine sehr riskante Situation. Es hätte gut passieren können, dass mich der Gegner mit der Abi grabbed und recovered wäre. Okay, du spielst so, dann spielst... Oh, was? Hä? Wie ist das Schild nicht gebrochen? Also vorhin auf YouTube, als ich das gesehen habe, konnte der das zumindest... Ist das Schild zumindest gebrochen. Ich wüsste nicht, dass es angedamaged war. Ja, der Gegner war ja auf 70% und ich habe ihn mit Weak Spot Down Air getroffen. Bylef ist Ganondorf nur mit Range. Das ist der Punkt. Mit viel Range und guter Recovery. Das Problem ist halt auch wirklich... Es ist ja auch nicht so, als ob man diese Recovery leicht punishen könnte mit einem Edge Guard oder so. Im Gegenteil. Wenn man versucht, diese Recovery zu punishen, wird vermutlich man selber gepunished. Down B. Ein Glück, dass ich Bylef bin. Natürlich kann ich recovern. Ein Glück, dass ich Bylef bin. Der Gegner ist auf Killprozenten. Was habe ich gesagt? Oh. Okay, man sieht das ja auch am Combo-Counter. Ein Glück, dass man die Ledge gar nicht treffen muss, solange man Bylef ist. Oh, ich hätte Neutral ehren müssen. Genau, das ist eine True Combo mit dem Counter. Wow, ich bin tot. Aber der Gegner war auch schon auf 34, das heißt er auch. Ihr gebt euch das! Wie weit unten war ich da gerade? Wie weit? Jetzt mal im Ernst, der Charakter macht mich depressiv. Ich würde gern hier noch so einen richtig schönen Edge Guard. Nicht Edge Guard, sondern mich selber saven. Von hier unten oder so. Ey, wisst ihr, was das Dumme ist? Ich merke das hier... Oh. Ich merke das hier ja gerade. Ich habe vorhin schon Bylef Gameplay auf YouTube gesehen. Und ich dachte immer, dass ihm wieder passiert ist, dass dann die Leute sich da gerettet haben, Gegner mit runtergezogen haben von da unten. Ich dachte mir, Alter, das war jetzt aber ganz schön lucky, ansonsten wären die ja tot gewesen. Als ob Bylef von da tot ist. Darf ich anmerken, dass das gerade der Stock davor not bad war? Nein, nicht den da. Ich will nicht die Up-Air. Ich will die Quajutsu-Kombo. Down-Tilt into Up-Smash. Quajutsu kenne ich mich inzwischen ja ein bisschen mit aus. Und dann gibt's diesen Charakter. Wow. Uff, das war knapp. Hätte mich fast gehittet. So, letztes bisschen hier. Nochmal jetzt versuchen, irgendwelchen sicken Stuff
hinzubekommen. Ah, nur 22 Damage. Ich würde sagen, Back Air? Nein, er hat sich automatisch umgedreht. Ich wollte auf puren YOLO gehen. YOLO! Du tust mir leid. Ich bin aber auch lost, ne? Naja, juckt nicht, ich bin Beiler. So, die Forward Air ist auch noch true. Habt ihr das auf dem Combo-Counter gesehen? Das heißt, wir haben bei Bylef die true Combo Down Tilt into... Okay, nicht mehr auf den Prozenten anscheinend. Down Tilt into Neutral Air. Aber auf Low Percentage zumindest haben wir die. Gleich nochmal. Jetzt. Seht euch das an. Ja, seht euch das an. Hier, auch auf dem Combo-Counter. Wow, ich bin nicht recovered. Nicht vergessen, dieser Up-Smash trifft auch Gegner neben einem und zieht sie rein. Man muss sich nur überlegen, mit der Up-B on-Stage kann es nämlich gut sein, dass man sich selber in eine Nachteilsposition verschafft. Ich würde sagen, down, side, Digga. Ey, seht ihr das? Jetzt aber. Wirklich. Jetzt. Aber. So, ich würde sagen, noch zwei Stocks oder so. Stop grabbing. Seht ihr diesen Disrespect? Ich bin zwar tot, aber... Der Gegner ist davon nicht nur einmal gestorben, glaube ich. Der Lesen... Ach so, wenn man sich umdreht, reicht's natürlich, um auf 45 von der anderen Seite der Map. Ja... Ich glaube, sie haben den Move doch nicht gechanged. Natürlich treffe ich von hier aus die Ledge. No. Ich muss hier nochmal die Sweet Spot Hits üben. So zum Beispiel. Das war aber ziemlich close. Und das war zu close. Ich hätte halt gern nochmal einen Down-Air-Spike. Dazu müsstest du mal kurz mitkommen. Ich glaube aber gegen Bylef lande ich keinen. Weil die Recovery halt so schwer zu guarden ist. Wen juckt's? Wen juckt's? Ich bin doch Bylef! Wenn Bylef etwas nicht kann, dann wurde es nicht ins Spiel einprogrammiert. Ja, 28 Damage. Was mich gerade interessiert. Ah, natürlich ist das dann auch noch ein Halbkreis in der Range, wenn man offstage ist. Komm,
Schade, dann muss ich dich wohl so töten. So, ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch einen einzigen Play. Guter Beginn. Ich sagte, einen sicken. Nein, ich habe nicht sie getroffen. Ah, diese vorgeaimte, nenne ich es mal, Recovery nervt dabei. Ja, ich weiß. Wow. Down Air bricht nicht das Schild One-Hit, lol. Dann holen wir mal den Most-Type-Kill, den wir bekommen können als letzten, würde ich sagen. Ja, gut, ich wollte nämlich so hitten. Was denkst du, wer du bist? So. Zum Abschluss hier jetzt noch einmal. Ach so, ich wollte gerade eigentlich noch mal hier so eine Unleashed Recovery machen. Wow, kann man sich nicht unten an die Stage hängen? Ich mach das immer falsch. Ich mach das immer falsch! Ich will nochmal so eine richtige Unleashed Recovery. Geh mal aus dem Weg. Ich kann euch keine Unleashed Recovery zeigen. Weil ich von überall recover. Und da jetzt nicht! Jetzt mal im Ernst. Wie schafft man es, von der Ledge aus zu recovern? Das kriegt man doch. Also, von der Unterseite aus zu recovern, das kriegt man doch gar nicht hin. Weil entweder kann man gleich komplett. Ah, so. So, dann würde ich sagen, war's das mit dem heutigen Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch ein Abo auf diesem Kanal da. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt das Video, wenn Beilef OP ist. Hey, ihr müsst jetzt das Video teilen. Oh Mann, ich wollte die Abbie Spike. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann anders wieder. Bis dann. Und och, zieh doch nicht so hässlich. Ciao.